Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es schon wieder einen Haul. Haltet mich für bekloppt, aber tatsächlich ist es doch ein bisschen was geworden. Und ich fange direkt an. Es wird wieder ein komplett gemischter Haul. Ich möchte euch alles zeigen. Ja, wo fange ich an? Ich fange an mit Beauty-Produkten. Also ich mache es ein bisschen gemischt, aber ich fange jetzt mal an mit Beauty-Produkten. Und zwar habe ich über Instagram bei einer Instagramerin halt gesehen, dass es hier etwas gibt, wo es Charlotte Tilbury günstiger gibt. Und zwar heißt das Hanadis Beauty Welt oder so. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Wenn ihr also Interesse daran habt, könnt ihr einmal auf Instagram zum Beispiel folgen. Und da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, was sie gerade im Angebot hat. Ja, und jetzt habe ich Charlotte Tilbury und zwar relativ günstig bekommen. Ich schreibe euch die Preise hier wieder irgendwo hin. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf. Als erstes wollte ich einfach mal eine random Palette. Ich bin zwar kein Mensch so für Quattros eigentlich und auch nicht für super natürliche Sachen, aber ja, ich wollte dann doch mal eine haben. Das ist dieses Quattro und zwar Bigger Brighter Eyes Filter Eyeshadow. Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Ich mach das Ganze mal auf. Leute, ich krieg's nicht auf. Ich zeig's euch, wie es aussieht. Das ist die Farbe Exaggerize. So sieht das aus. Wie Charlotte Tilbury halt, kennt man ja. Und das sind die Farben. Und wie gesagt, ich werde es euch hier einblenden, den Preis. Aber ich meine, irgendwas um die 24 Euro, was dafür echt günstig ist. Und ja, die ist halt sehr natürlich, hat nur einen matten Shade, aber ja, für eine Alltagspalette. Also eine wollte ich mal davon haben und freue ich mich drüber. Und dann habe ich noch dieses Set gesehen und ich wollte schon immer diese, wie heißt die, Wonder Cream? Heißt die so? Magic Cream, genau. Die Magic Cream wollte ich gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube, die ganz, ganz große Variante kostet, glaube ich, irgendwas bei 90 Euro für eine Gesichtscreme. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Und da gab es dieses Recovery Skin Set. So sieht das aus. Ich glaube, dafür habe ich, weiß ich gar nicht, 30 gezahlt oder so. Und da ist drin einmal Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir. Das ist dieses Face Serum hier. Darunter ist die, also das ist übrigens in, wie viel Milliliter hat das? Boah. Wo steht das? 15, glaube ich. Ja. So, nee, das hat, das Serum hat 8 Milliliter. Dann ist da drin die Magic Cream mit 15 Milliliter. Und die Crew Recovery, das Eye-Serum, auch mit 15 Milliliter. Also das ist Eye-Serum. Ja, und das werde ich super gerne mal testen. Finde ich ein richtig geiles Set, so einfach mal um es auszuprobieren. Hat mich super interessiert. Ja, dann ganz am Ende würde ich sagen, machen wir DM. Wir haken jetzt erstmal wieder alles andere ab. Dann nehme ich mir das Ganze mal kurz auf den Schoß, eine Sekunde. So, ich glaube, wir fangen an mit Nagelfolien. Ich habe euch schon mal erzählt, ich bin jetzt auf einem Nagelfolientrip. Gerade habe ich Manicure-Nagelfolie drauf. Ganz dezent, ich will jetzt die Tage ändern. Ich habe aber auch noch so Aufklebenägel, die will ich alle mal aufbrauchen. Aber ich bin jetzt komplett an diesen Gel-Klebefolien, sage ich mal, hängen geblieben. Und habe mir da einige gekauft. Ich zeige euch das. Ich habe bei Manifix bestellt und zwar gab es an einem bestimmten Tag, wenn man bestellt hat, eine Folie gratis und zwar diese bestimmte und zwar ist das diese hier, die ich glaube, das war diese, die umsonst pro Sekunde. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich bin mir ziemlich sicher, gab es diese umsonst, das ist Grace und ich blende euch ein, wie viel die normalerweise kosten. Die kosten um die 18 Euro irgendwas und die gab es wie gesagt umsonst. Dann habe ich dazu bestellt die Variante Shine. Die sieht so ungefähr aus. Dann hier Barbie. Das ist so ein Holo-Gedöns. Finde ich, sieht richtig cool aus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und weiße in Fable. Ich weiß nicht, ob die komplett wirklich deckend weiß sind oder nicht. Das muss ich mir noch angucken. Aber die einmal. Und dann hatte ich hier noch gesehen, das sind keine, die du unter UV
Lampe hältst, also nicht mit Gel, sondern ganz normale Nagelfolien, aber die fand ich von der, wie die aussehen, halt ganz interessant. Fleury heißt das. Ja, das Design hat mir da gefallen. Hält nicht so lang, das weiß ich selbst, aber ja, ich wollte es ausprobieren. Genau, dann gehen wir weiter. Das war jetzt bei Manifix. Und jetzt kommen wir noch einmal bei, wo habe ich die bestellt? Bei Jollifeen oder so? Ich schreibe es euch, doch Jollifeen, ja genau. Die waren um einiges günstiger. Ich glaube, da hat 1,8 oder 7 Euro gekostet. Da habe ich einmal diese hier, so Leoprint. Ich mag sowas total gerne. Dann hier nochmal Leoprint, aber mit so ein paar Nude-Tönen dabei. Dann, das sieht man hier auf der Verpackung schlecht, aber die sind schwarz und haben dann noch so ein schwarzes Leoprint-Muster. Das sieht man jetzt in der Kamera nicht. Das wird man wahrscheinlich in echt besser sehen. Dann habe ich einmal hier diese Pastel Rainbow Nails. Und das sieht man auch nicht so schön bei Baby Blue Flakes. Und so sieht das hier aus, aber in echt sieht das anders aus. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar wollte ich schon immer bei Pure Matics mal bestellen, weil mich das mega interessiert. Und ja, habt ihr jetzt bestellt. Ich werde es austesten. Und sobald es im Aufgebraucht-Video landet, werde ich eben meine Meinung dazu hören. Und zwar einmal von Pure Matics das Badesalz Vanille Orange. Das sieht einmal so aus. Bin ich sehr gespannt drauf, das zu benutzen. Ja. Werde ich euch, wie gesagt, dann berichten, wenn es soweit ist. Dann habe ich noch das 3-in-1 Duschfluff. Duschgel, Peeling und Bodylotion in der Tropical Edition. Das ist das. Und dann habe ich noch dieses hier. 3-in-1 Duschkonfekt Sweet Mint. Duschgel, Peeling und Ölpflege in einem. So sieht das einmal aus. Genau, da bin ich super, super gespannt drauf. Werde ich euch berichten. So, und dann kommen wir jetzt zu einer Bestellung, wo ich lange drauf hinausgefiebert habe und ein bisschen gespart habe. Und zwar von Monolith. Kennen viele nicht. Da kann man viel Indie-Brands bestellen. Also, ja, die sind nicht so bekannt in Deutschland. Ich glaube, das ist doch ziemlich der einzige Shop in Europa, wo man das bestellen kann bei den meisten Sachen. Und genau, ich habe eine neue Palette von Adept Cosmetics. Wie schön ist diese Verpackung. Allein bei der Verpackung wusste ich schon, die muss ich haben. Sehr teuer. Ich blende es euch ein, aber ich glaube, irgendwas bei 87 Euro kosten die Paletten da. Aber wow, erstmal, wie das aussieht. Das ist die Legend of Ardra. Und so sieht das Ganze von innen aus. Adept Cosmetics ist halt teuer, aber ich habe schon eine tolle Qualität. Super, super Qualität. Ihr könnt es in dieser Kamera nicht erkennen. Die Shades sind halt wirklich Multichromes. Die sind richtig, richtig schön. Die sind, also hier oben sind matte Farben, die anderen sind diese Multichromes. Und die sind wie cremeartig von denen. Also super interessant. Ich werde euch damit auch einen Look definitiv demnächst schminken. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann mache ich kurz weiter mit Cinch Beauty. Und zwar, da habe ich mich so gefreut, dass sie da endlich hingekommen sind, die Pinsel. Für die Leute, die auch amerikanische YouTuber verfolgen, die Angelica Nyquist, die hat genau die Marke Cinch Beauty, die ist hier auch auf YouTube, ist eine YouTuberin. Und da habe ich mir zwei Pinsel von ihr gekauft. Ich wollte nicht gleich das ganze Set bestellen, weil, Alter, ist halt schon teuer. Ich glaube, ein Pinsel hat 14 Euro gekostet oder so. Habe ich einmal den EO2. Ist das eine Ruhe? Die E02 und die E05. Und das sind super kleine Blender. Also wirklich, die sind super, super klein. Damit kann man richtig schön fein hier dann arbeiten. Ich bin richtig gespannt darauf. Freue ich mich mega, das getestet zu haben. Ich werde mir, denke ich, bei jeder Bestellung, wo ich dann mal bestelle, mal einen Pinsel mitbestellen, dass ich später mal irgendwann alle habe, aber nicht alles auf einmal. Und dann eine Marke, von der ich noch gar nichts habe, weil die sonst eher ein bisschen größere Paletten haben. Das sind jetzt die ersten in dieser Size und es gibt noch eine zweite davon mit ein bisschen gedeckteren Farben. Finde ich auch schön, aber ich wollte es nicht übertreiben, weil die kostet 57 Euro oder so. Und zwar ist die Rede von Ansley Rain. Ich habe die Flourish Palette genommen. Es gibt noch die Flutter Palette, aber ich habe die Flourish Palette genommen.
So sieht das Schätzchen aus und jetzt haltet euch fest. Oh Gott. Wow. Ich liebe ja einfach knallige Töne, bunte Töne und ich finde die so wunderschön. Also wie gesagt, ich hätte die andere auch noch gerne, aber die hat mich am meisten angesprochen und um die Marke mal zu testen, ich bin da super gespannt. Auch hierzu werde ich euch sehr, sehr gerne ein Video abdrehen. Habe ich schon richtig Bock drauf. Die sieht einfach so traumhaft schön aus. Also ihr werdet es dann sehen, was die kann. Also ich sag's euch, haltet euch fest, das wird heftig für die Leute, die das noch nicht so kennen. Ganz tolle Marken. So, und dann kommen wir schon wieder zu einer DM-Bestellung, die hier neben mir steht. Ich sammle mir mal ein paar Sachen raus und zeige euch das nach und nach. Dann fangen wir mal mit dem Grund an, warum ich überhaupt schon wieder bei DM bestellt habe. Und zwar brauchte ich neue Milch für den Kleinen. Und zwar nehme ich immer diese hier von Babylove. Ich habe schon so gut wie alles ausprobiert. Ich habe Aptamil, Hip, Milupa, also alles Mögliche, was es gibt. Also ich habe fast jede probiert. Und tatsächlich hatte der Kleine immer Verstopfung. Wir hatten auch Hip Comfort, das hat auch nicht geholfen. Und seitdem er diese hier kriegt, das ist die günstige von DM, geht's besser. Deswegen bleibe ich jetzt natürlich bei der. Da kostet eine, ich blende es euch wie gesagt ein, 5 Euro irgendwas. Und die gefällt mir richtig, richtig gut. Da habe ich direkt 4 Pakete bestellt. Wovon ich auch ein paar mehr mitgenommen habe, und zwar auch 4 Pakete, ist von Salz glutenfrei Bio-Kindernudeln Dinosaurier. Oh mein Gott, die wollte ich schon mal bestellen, da waren sie aber ausverkauft. Und jetzt habe ich direkt 4 Packungen geschnappt. Die sind ja ein bisschen noch haltbar. Ich meine, mein Sohn kann noch keine Nudeln essen, aber die sind bis Ende 2027 haltbar. Und wie cool ist das? Also da würde er sich bestimmt, wenn es dann soweit ist, richtig drüber freuen. Dann habe ich auch noch für uns Nudeln bestellt. Und zwar von DM Bio Spirelli. Das sind einmal diese. Und zwar sind das 500 Gramm. Die habe ich bestellt. Dann habe ich 2 Dosen von Daver, den Bohnenmix. Fand ich auch sehr interessant. So ein Mix, ich wollte es vielleicht für Salat oder so nutzen. Genau, der ist schon mal gut. Dann hatte ich bei meiner Mama gesehen, oder sie hatte mir gesagt, dass sie von Neutrogena diese Creme hier wieder haben möchte. Das ist die Hydro Boost Aqua Gel. Das Aqua Gel, so. Und das habe ich damals nämlich mal zugeschickt bekommen und seitdem lieben wir beide diese Creme. Ich habe die auch noch im Backup bei mir zu Hause stehen und meine Mama wollte die wieder haben. Die benutzt nur noch die seitdem und die ist einfach wirklich, wirklich toll. Und ich hatte dann zufällig gesehen, dass es bei DM gerade so eine Aktion gab, dass wenn man die hier kauft, kriegt man das Hydro Boost Aqua Reinigungsgel gratis dazu. Deswegen habe ich das für meine Mama gekauft, das behalte ich. Win-win, super, freue ich mich sehr drüber. Genau, und dann habe ich noch eine Seife, weil ich habe ein Seifenproblem, ich liebe Seifen. Da habe ich Pink Pomelo, die milde Seife, mitgenommen von Balea. Bin ich gespannt. Brauchte ich unbedingt, natürlich. Und dann nochmal zu Nagelfolien. Hier habe ich nochmal diese von Trended Up, die Express Manicure Nail Polish Stripes. Die sind nicht mit Gel, halten dementsprechend nicht so gut. Aber das sind die einzigen, die mir noch gefehlt haben, deswegen... Ja, mal für 1, 2, 3, 4, 5 Tage oder so kann man die mal drauf machen. Einmal die. Und dann habe ich noch von Manico direkt mitbestellt. Oh Gott, diese knallroten hier in Hot Chili. Das sind wieder UV-Gel-Streifen. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Und zwar habe ich einmal für die Katzen Futter bestellt. Trockenfutter, die kriegen immer was anderes, weil die sind überhaupt nicht wählerisch. Ich habe Whiskers einmal mitbestellt. Mit Rind müsste das sein. Oh Gott, wie schwer ist das? Das sind... 3,8 Kilo. Dann für uns einmal DM Bio Sonnenblumenöl, kalt gepresst. Einmal DM Bio die Gemüsebrühe. Und dann noch 2 Beauty-Produkte. Und zwar von Catrice, den Calligraph Artist Matte Liner. In 2 Farben, einmal in der 080 Bloody Mary und einmal in der 040 Butterscotch. Das sind diese beiden Farben, freue ich mich schon mit zu arbeiten. Ja. Das war's, ihr Lieben. Das war der Haul. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, jetzt reicht es mal mit dem Shoppen. Ihr denkt schon, ich bin bescheuert, aber ich freue mich über all die Sachen und ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Lasst mir noch gerne einen Kommentar da oder gebt den Daumen einen, dem Video einen Daumen hoch, so rum. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!